بچه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوب یه دار شنبه سوم فوریه فرانکفورت از طرف اسمگردی از درستی همراه با دیگر آزادخواهان از احزاب و گروه های چپ و کمونیست دارن جمع شدیم تا بار دیگه به سیاست کشتار شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اعتراض کنیم با امید پیروزی. Freunde, Neda al-Nashif ist heute in den Iran gereist. In ihrer dreitägigen Reise in den Iran möchte sie sich auf zwei Themen konzentrieren. Die Todesstrafe und die Rechte von Frauen und Mädchen. Wer ist diese Frau? Frau al-Nashif ist die stellvertretende Hochkommissarin der Vereinten Nationen. Derselbe Vereinte Nationen, bei deren Generalversammlung der Menschenrechtsrat die islamische Regierung im Iran den Vorsitz innehat. Mehr lächerliche Widersprüchlichkeit ist wohl nicht zu erwarten. Viele Gruppen, politische und zivilgesellschaftliche Aktivisten, haben auf diese Reise und ihre Folgen reagiert und darauf hingewiesen, dass das Ergebnis der Reise nur der Propaganda der Islamischen Republik dienen würde. Ungeachtet dieser Hinweise ist sie heute in den Iran gereist. Sie wird sich der islamischen Regierungsgesetze beugen müssen. Und zur Empörung der Frauen und Aktivistinnen der revolutionären Bewegung Frau, Leben, Freiheit den obligatorischen Hijab aufsetzen. Und was will sie über Gefängnisse und Todesstrafe berichten? Haben die Protestaktionen der Menschen, deren Kinder nun im Gefängnis sitzen, ihre Kinder, Ehepartner, Eltern hingerichtet wurden, keine Bedeutung? Muss sie selbst sich davon in Iran überzeugen? Wir fragen Frau al-Nashif, welche von der Regierung unabhängige Menschenrechtsinstitution hat sie aufgenommen? Denn solches darf weder offiziell aktiv sein, geschweige denn ausländische Delegationen kontaktieren zu dürfen. Wie sehr vertrauen Sie, Frau al-Nashif, auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Gerechtigkeit in den Gerichtsverhandlungen und Urteile? Mit welchen unabhängigen Organisationen gehen Sie in Gefängnissen? Was glauben Sie, was Ihnen gezeigt werden soll? Werden Sie die Folterkammer besuchen und Gefangene unter Folter interviewen? Wie erfahren Sie etwas über den Ablauf von Inhaftierungen und Hinrichtungen? Werden Sie am Morgengrauen vor dem Ruf des Muazzins zum Morgengebet am Galgen stehen, um das Hängen der politischen Gefangenen zu beobachten? Oder die tausenden Schreien der verzweifelten Mütter vor dem Gefängnis aufnehmen? Mit wem besuchen Sie unsere Friedhöfe? Welche Friedhöfe? Werden Sie auch die Massengräber von Khawaran mit trauernden Eltern oder den sogenannten verfluchten Friedhof von Baha'is besuchen? Werden Sie die Erlaubnis bekommen, die wahren Fakten aus den Münden der Angehörigen bekommen? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen bleiben aus. Freunde, keines der bisherigen Treffen wird zu einem solchen Ausdruck der Missbilligung der Menschen im Iran und deren Kämpfe für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie führen, wie dieses Treffen. Frau al-Sharif, al-Nashif reist in den Iran in einer Situation, in der sich das islamische Regime vorgenommen hat, die revolutionäre Bewegung der Frauen leben Freiheit durch zunehmende Drohungen und Einschüchterungen, Verhaftungen und Hinrichtungen zu unterdrücken. Die Kinder von Tausenden von Familien sind entweder im Gefängnis
warten auf ihre Hinrichtung oder wurden in den letzten Monaten und Tagen hingerichtet. Menschenrechte bedeuten im großen Gefängnis namens Iran das Recht zu sterben, das Recht gefoltert zu werden, das Recht zu verschwinden, das Recht in das Gefängnis zu gehen, das Recht unwissend zu bleiben, ja, das Recht auf zunehmende wirtschaftliche, kulturelle, politische, gesundheitliche und bildungsbezogene Entbehrungen und das große Recht auf Lebensentzug. Kurz vor Wahlen wird die islamische Regierung diesen Besuch wieder einmal für sich nutzen. Wieder einmal werden Vereinte Nationen und westliche Menschenrechtsorganisationen wie bisher sich sehr besorgt über die Menschenrechtssituationen zeigen. Wieder einmal werden die oberflächlich verfassten Berichte in den Archiven landen. Wieder einmal werden die wirtschaftlichen, politischen Verhandlungen weitergehen. Und wieder einmal wird es uns bewusst, dass wir nur auf unseren solidarischen Kampf zählen können. Und in diesem Sinne hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität.